Zeit anzupassen und aufzuklären. Guten Morgen! Ich habe die beiden billigsten Anbieter von Bio-Süßlupinen mal gegeneinander getestet und ich habe nun auch nach wochenlanger Erfahrung auch noch einen sehr guten Tipp auf Lager, wie ihr unschöne Erfahrungen im Genuss dieses regionalen Superfoods vermeidet. Aber zuerst nochmal der Hinweis auf mein anderes Video, wo ich euch erzähle, warum die Süßlupine so toll ist, warum sie das beste Lebensmittel in meinem Speiseplan ist. Und das findet ihr oben in den Infokarten. Also, meine Erfahrungen sind als erstes, trotz dessen, dass ich nun wochenlang die Süßlupine gegessen habe und wirklich viel, ich kann sagen, wirklich bis auf vielleicht 3-4 Tage täglich viele Süßlupinen gegessen, bin ich sie nicht über. Das heißt, mein Körper braucht sie zum einen und sie schmecken. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Bei den Kichererbsen, da war ich auch begeistert. Na, auch aufgrund der Nährwerte und der Einfachheit und der Aminosäurensequenz. Aber da hatte ich sie ja einfach nach 3-4 Wochen, wo ich sie viel gegessen habe, einfach wirklich über. Und mittlerweile kann ich immer noch keine Kichererbsen sehen. Ich habe ja noch 2 Kilo Beutel rumliegen, ja, komme da nicht mehr ran. Bei Süßlupinen ist dies nicht so. Es gibt Süßlupinen, die sind flach und einfarbig. Das möchte ich auch dazu sagen. Das habe ich das vorige Mal, glaube ich, auch nicht erwähnt. Das sind so tellerförmig. Die schmecken mir persönlich bei weitem nicht so gut wie die kleinen gescheckten. Achte darauf. Den Link zu den verschiedenen Süßlupinsamen, den habe ich euch auch nochmal in die Infobox gepackt. Auch die beiden, die ich jetzt probiert habe, die billigsten. Den Amazon-Link, weiß ich nicht, packe ich euch auch nochmal rein. Aber den packe ich nur immer mit rein, weil wenn jemand draufklickt, ist der Amazon-Affiliate-Link, unterstützt du mich. Und von daher, aber die beiden Bio-Süßlupinsamen, die ich jetzt verglichen habe, die verlinke ich euch. Die sind beide billiger als die von Amazon. Eine Sache ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass ich beim Genuss immer mal wieder sehr faulisch schmeckende Süßlupinen gehabt habe. Das war sehr unangenehm. Nicht dramatisch, aber unangenehm. Nun habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie man das vermeiden kann. Und zwar folgendes. Man weicht erst die Süßlupinen ca. 4-6 Stunden ein. Dann bei der ersten Spülung, also man weicht sie ein, schüttet das Wasser ab, lässt sie stehen 12-13 Stunden bis zum nächsten Morgen. An dem nächsten Morgen bei der ersten Spülung, da tut man die Süßlupinen in eine Schüssel, füllt sie komplett wieder mit Wasser und verrührt mit der Hand alles nochmal kräftig. Die Samen, die dabei an die Oberfläche schwimmen, die schöpft man mit der Hand oder mit einem Sieb ab und schmeißt diese weg. Das fühlt sich ein bisschen blöd an, für mich nicht ganz so, weil ich das in meinen Kompost tue und da freuen sich die Vögel in meinem Garten. Für euch, wenn ihr organischen Müll habt und auch Kompostmülltrennung macht, was ich hoffe, ist es auch kein Problem. Sonst schmeißt ihr die nicht weg, sondern führt die nur den natürlichen Kreislauf wieder zu. Das heißt, ihr schöpft diese ab und genau, schmeißt diese weg. Dann tut ihr das Abgießen, also das durchsiebt wieder und habt ihr wieder die quasi die Süßlupinen, und bei der zweiten Spülung, da macht ihr nochmal dasselbe. Denn mehr als 2 Spülungen braucht ihr nicht. Ihr könnt die auch direkt nach der ersten Spülung essen. Das sind die meisten schon ein bisschen gekeimt. Und bei der zweiten Spülung genau dasselbe und dann hat man 0 faulige Geschmäcker mehr. Und das unbedingt als Tipp, den wollte ich euch unbedingt ja, mit auf den Weg geben. Das sind so meine Erfahrungen aus meinen ersten Süßlupinenwochen. Das wertet das ganze Süßlupinen-Erlebnis nochmal auf. Und denkt daran, wenn ihr diese Süßlupinen mal nicht mögt, so wie sie sind, weil ihr einfach euch zu langweilig ist, weil ihr noch konditioniert seid von gewissen würzigen Geschmäckern, wie ich auch manchmal, dann macht etwas Sojasauce dazu und ein paar Gewürze und verrührt das. Und dann habt ihr so knackige Snacks, die wahlweise herzhaft oder süß schmecken und nach Tandoori oder China Pfanne oder was auch immer, Garam Masala, ein bisschen Indisch, Chili, was euch beliebt, ein bisschen Sojasauce, damit das dann auch so ein bisschen klebt, das Gewürz, und mischt das zusammen. Wunderbare Snacks, wie früher diese Erdnüsse da von Öltier oder wie ich auch immer, die so knackig waren und würzig und genau das. Also, und ihr könnt es natürlich auch süß machen. Ne? Und also die Süßlupine ist einfach euer veganer Proteingarant. Und der ist völlig ausreichend und vollwertig. Ihr müsst nicht mehr denken, oh, Lysin, wo kommt jetzt Lysin her? Oft ein Problem. Oder Leucin oder Methionin. Was ihr für Probleme habt bei den Aminosäuren. Ihr habt einfach die Süßlupine und esst die und dann habt ihr ein vollkommen ausreichendes Aminosäureprofil, wenn ihr natürlich ausreichend esst. Und wenn ihr die so nicht esst, zack, in den Smoothie mit rein. Wunderbar. Aminosäuren, also Proteine, sind für euch kein Thema mehr. Und das ist echt eine tolle Sache als Veganer. Ja? Nun zu den beiden Anbietern. Also der teuerste Anbieter ist, wie gesagt, Amazon. Aber manche mögen halt den Service bei Amazon. Bei Samen ist das nicht so relevant wie bei technischen Geräten. Von daher, ja, muss ihr selber wissen. Ja, das ist der eine Anbieter. Und dann habe ich noch 2 andere, die signifikant billiger sind. Einmal Power Soja, wo ich die erst bestellt habe, und einmal Proviant. Power Soja, die sitzen in Österreich, Proviant sitzen hier in Deutschland. Und
Beide sind wesentlich billiger als die 10 Euro das Kilo, was es bei Amazon kostet. Aber sie unterscheiden sich ganz stark von der Keimquote. Während die Süßlupinen von Power Soja zwar 2 Euro billiger sind, die kosten ungefähr 5 Euro, ist die Keimquote gefühlt 4 bis 5 mal so hoch bei dem Anbieter Proviant. Da kosten sie 6,95 das Kilo. Entsprechend wäre derzeit, ich sag das immer mit einer Erfahrung, meine Empfehlung und dort wo ich selber auch jetzt kaufe, die Süßlupinen von Proviant. Wenn ihr in größeren Gebinden als jeweils kiloweise kaufen wollt, da gibt es auch noch andere Quellen im Internet, danke den wo ich den Namen vergessen habe, auch im Großhandel und so weiter, wo ihr diese Süßlupinen natürlich noch billiger bestellen könnt. Aber wer jetzt 1 Kilo oder 2 oder 3 Kilo Süßlupinen kaufen will, der findet hier wirklich mit Proviant einen super Anbieter, der auch noch total liebevoll verpackt. Das ist auch ein ganz kleiner Familienbetrieb und ich habe ja das auf Empfehlung habe ich das überhaupt erfahren von der Ming übrigens, danke nochmal da und ja auch für alle Amazonisten-Möger sowieso die angenehmere Wahl. Ich habe mal hier ein ganz kurzes kleines Unpacking der Süßlupinen und wie dieses Paket verpackt war. Also sowas findet man nicht bei Amazon, das muss man einmal dazu sagen. Schaut euch mal an. Und wieder mal ein Unpacking. Ja, ich habe mir Süßlupinensamen bestellt und zwar dort wo ich schon mal ein Kilo bekommen habe, allerdings habe ich es nicht dort bestellt, sondern habe es von einer Freundin bekommen, lieb nackt nochmal an die Ming, und das hatten einfach, die hatten einfach die beste Keimquote und deswegen habe ich mir jetzt hier bestellt und ja, die Ming hat gesagt, die findet es auch immer so schön, wie sie die, so die Pakete gestalten bei Proviant mit viel viel Liebe und ja, wenn Liebe im Spiel ist, dann bin ich sowas hellhörig geworden und ja, und jetzt habe ich, sehe ich das und hier wirklich, also naja, manch einer würde sagen, ja scheiß drauf, da kleine Stand drauf geklebt, aber das muss man ja nicht machen, ne? Und die haben ja echt einfach so einen kleinen Papierstand drauf geklebt und nochmal drüber. Das ist ein Handgriff und das ist, ja, finde ich einfach schön und ja, deswegen dachte ich, packe ich das mal mit euch hier gemeinsam aus. Ja, einfach mal, weil, wie gesagt, weil es mit Liebe eingepackt sein soll und vielleicht gibt es ja noch was irgendwie. Aber ich finde, das sind Kleinigkeiten, da finde ich einfach toll und dann, boah, echt krass. Vielen lieben Dank. Das ist echt geschrieben, das ist nicht gedruckt. Oh, jetzt weiß ich, was ihr meint. Tatsächlich, ne? Also, oh, das ist halt wirklich, kann man sagen, mit Liebe gepackt. Also, krass. Einfach so, vielen lieben Dank mit dem Zettel dran und dann ist so eine Klammer mit einer kleinen Blume, so einer Stoffblume. Krass, 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 krass. Gibt es hier noch Testsachen? Biochlorella, Biochlorella. Aufkleber. Rechnung. Kalaner Maxsalz. Ja. Ja, jetzt weiß ich was ihr damit meint, mit Liebe verpackt. Ja? Also, krass. Vielen lieben Dank. Richtig handschriftlich geschrieben. Also sowas findet man glaube ich so selten. Ja, dann ja, habe ich natürlich hier meine, genau, und das sind jetzt, ich habe mir sozusagen jetzt 5 Kilo bestellt. Also wenn ihr 5 Kilo bestellt, ich dachte das wird in einem Sack geliefert, das wird nun in 3 Säcken geliefert. Ja, das sind also die Süßlupinen, die ich zurzeit nehme und ja, mit dem ich eigentlich am zufriedensten von allen bisher bin. Ich gucke mal auf die Haltbarkeit, 30.11.2017, auch wunderbar, cool. Ja, cool, also. Ja, also wenn ihr mit Liebe verpackt ein Paket haben wollt und dazu noch geile Süßlupinen, dann empfehle ich euch tatsächlich weiter Proviant. Ich finde das klasse. Mir hat es nämlich nur gesagt, dass das so lieb verpackt ist, aber dass das so handschriftlich geschrieben ist. Naja, wie gesagt, der eine oder andere mag drauf scheißen, aber ich finde es schön und ja, und jetzt habe ich es gleich ausgepackt und jetzt wisst ihr, es wird mit Liebe verpackt und Süßlupinen sind sowieso das geilste Lebensmittel ever. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es nochmal oben in den Infokarten. Ich war nicht wenig überrascht, mit wie viel Liebe dieser Versender seine Pakete verschickt. Und ich habe das vorher schon, wie gesagt, gesagt bekommen, dass dies schön lieb gemacht ist. Aber so, also muss ich sagen, das ist glaube ich einzigartig. Ja, also ab die Süßlupine, voll Pracht, ihr habt gefragt, ja, ich bediene euch. Viele von euch haben ja auch direkt nach dem ersten Video Süßlupinen gekauft und noch nicht jeder hat mir ein Feedback gegeben. Teilt mir bitte eure Erfahrungen mit, damit ich auch im nächsten Video vielleicht einfach eine größere Meinung abgeben kann. Das ist immer nur meine persönliche Meinung. Wenn jetzt aber jetzt zum Beispiel
90% der Leute sagen, die Süßlupine schmeckt ihnen nicht, dann sage ich im nächsten Video dann, wenn ich darauf referiere, hey, mir schmeckt das total gut, aber der Mehrzahl der Menschen, da schmeckt das nicht. Und so kann man dann eine viel bessere Meinung transportieren und die Leute ja, viel adäquater informieren. Von daher ist mir das Feedback bei solchen Sachen auch sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr Erfahrungen habt, gut geschmeckt, schlecht geschmeckt, irgendwas, teilt mir es mit unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt, euer Christian. Tschüssi.